Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir machen diese Folge nun mit der Hauptstory weiter und dafür müssen wir erstmal mit der Lise quatschen. Ein neues Abenteuer. Schön, dass du vorbeischaust. Geht's dir gut? Das freut mich. Bei uns könnte es besser laufen. Der politische Neubeginn wird alles andere als einfach. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Die Domana haben es da leichter. Die haben Prinz Hien. Aber in Alamigo gibt es niemanden, zu dem das ganze Volk aufschaut. Kein Wunder, wenn man an den letzten König zurückdenkt. Theoderik war ein echter Tyrann. Ja, eine Rückkehr zur Monarchie können wir wohl ausschließen. Aber was sind die Alternativen? Da scheiden sich die Geister. Ich treffe mich heute mit Gesandten der migischen Siedlungen und Stämme. Die Diskussionen werden sicher hitzig. Zum Glück unterstützt uns die Allianz in dieser schwierigen Phase. Es ist verdammt viel Arbeit, aber wir sollten uns nicht beschweren. Es geht schließlich um die Zukunft unserer Heimat. Also, Mnago, pass hier gut auf alles auf. Geht klar. Oh, da bist du ja. Ich hab schon überall nach dir gesucht. Keine Angst, es ist kein Ärger im Anmarsch, aber es braucht auch nicht jeder zu wissen. Würdest du mich an einen Ort begleiten, wo wir ungestört reden können? Also, es geht um ein neues Abenteuer. Du und ich, wir gehören zum Bund, keine Frage. Aber im Grunde unseres Herzens sind wir Abenteurer und werden es immer bleiben. Stimmt's oder habe ich recht? Alamigo ist befreit und die Galear werden einige Zeit brauchen, um sich von der Niederlage zu erholen. Was also spricht dagegen, mal wieder den Rucksack zu schultern? Ich hätte da auch schon etwas im Sinn. Wird ganz sicher aufregend. Alfino will ich auch noch fragen. Was meinst du? Ja, warum nicht? Also, auf geht's. Ich kann es kaum erwarten. Eigentlich keine schlechte Idee. Mal ein bisschen was anderes als ständig nur Krieg und Befreiung und Mord und Totschlag. Einfach mal nur ein Abenteuer. Also gut, dann werde ich Alfino mal von unserem Vorhaben berichten. Wir treffen uns in der Nähe des Eteriten. Bis später, Tiro. Ja, dann gehen wir mal zum Eteriten und gucken, was er so vorhat. Ich nehme ein anderes Reittier, denn das sieht ein bisschen komisch aus. So, dann warten wir mal auf die beiden. Hallo Theo, Aremold meinte ich, ihr plant ein großes Abenteuer. Du kommst aber auch wirklich nicht so über was. Warum geht es denn diesmal? Das erklär am besten ich. Werd leider ein wenig ausholen müssen, aber ihr seid ja gute Zuhörer, nicht? Wer einschläft, muss das Gepäck der anderen schleppen. Nur damit das klar ist. Also, die Geschichte beginnt vor dem Einmarsch der Gallia, als Alamigo noch von König Theoderik regiert wurde. Der Tyrannenkönig. Wenn man den Berichten glaubt, war er fast schlimmer als die Galia. Allerdings, er war erbarmungslos.
Die Mönche von Ralgas Faust hatten unter seiner Verfolgung massiv zu leiden, sogar vor der Zerstörung ihres Haupttempels hat er nicht Halt gemacht. Am Ende seiner Regierungszeit wurde er dann auch noch paranoid und ließ alle Mitglieder der Königsfamilie, die auch nur entfernt ein Anrecht auf die Thronfolge hatten, zum Tode verurteilt. Nicht aber ohne sich vorher um ihre Reichtümer erleichtert zu haben. Die wurden angeblich in seinem Palast geschleppt und dort gehortet. Und so war die Legende vom Schatz des Tyrannen geboren. Verstehe. Unser Abenteuer läuft dann wohl darauf hinaus, zu überprüfen, ob an der Legende was dran ist, richtig? Du hast es erfasst. Aber auf die Idee sind doch sicher schon andere gekommen. Klar, ein ganzer Haufen. Nach der Befreiung haben unzählige Glücksritter den Palast auf den Kopf gestellt. Allerdings vergeblich. Der Schatz des Tyrannen war unauffindbar und irgendwann verloren die Leute die Lust. Ganz im Gegensatz zu dir, wenn ich das Glänzen in deinen Augen richtig interpretiere. Allerdings, wäre doch gelacht, wenn wir drei Haudegen den Schatz nicht heben würden, oder? Ich zähle auf euch, Freunde. Gut, eine Schatzsuche. Und wir bekommen das Emote Schattenboxen. Gut, dann gucken wir uns doch dieses Emote doch mal an. So, nur gucken, wo das genau zu finden ist. Ah, hier. Ja, das macht er jetzt Stunden so weiter. So, dem Tyrannen auf der Spur. Was ist das denn? Ah, ganze Ausrüstungssets. Der Stufe 370. Ja gut, warum nicht? Die Kunde von der Befreiung aller Migos und Domas hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Auch in anderen galischen Provinzen regt sich nun der Widerstand. Insbesondere in Dalmasca ist die Lage angespannt. Vor diesem Hintergrund glaube ich nicht, dass wir in nächster Zeit etwas vom Kaiserreich zu befürchten haben. Und gegen ein kleines Abenteuer nach all den bitteren Kämpfen hätte ich ehrlich gesagt nichts einzuwenden. Was hast du bislang herausgefunden, Arnold? Dass wir am besten mit einer gründlichen Recherche anfangen. Die Schatzjäger vor uns haben sich gierig, wie sie waren, einfach blindlings in den Palast gestürzt und sind leer rausgegangen. Wir sollten uns umhören und schauen, ob wir nicht ein paar vielversprechende Hinweise finden. Will heißen, du hast noch überhaupt nichts herausgefunden. Ja, so könnte man es auch sagen. Verstanden, wir beginnen also bei Null. Ich werde mir in den Archiven der Allianz die konfiszierten galischen Aufzeichnungen ansehen. Sollten die Besatzer nach ihrem Einmarsch auf den Schatz gestoßen sein, ist das mit Sicherheit irgendwo verzeichnet worden. Ich schlage vor, dass ihr in der Zwischenzeit Leute befragt, die während Theoderics Herrschaft im Palast gearbeitet haben. Alle Megiden über 40 könnten potenziell etwas wissen. Jeder Hinweis kann wertvoll sein, auch wenn es auf den ersten Blicken nicht so scheint. Aramald, du übernimmst das Grenzland und die Zinnen. Theru kann sich vielleicht im ligischen Wohnviertel umhören. Guter Plan, Alfino. Ein Glück, dass wir dich mit an Bord haben. Wenn wir mit unserer Suche fertig sind, treffen wir uns in Gülbarns Tor im migischen Wohnviertel. Einverstanden? Gut, dann ab ins migische Wohnviertel. So. Hier sollen wir schon direkt die erste Person befragen. Mann mit Stummfrisur. Ah. Ob ich mal im Palast gearbeitet habe? Nein, zum Glück nicht. Am Ende hätte mich dieser wahnsinnige König auch noch in die Tiefe gestürzt, wie er es mit so vielen getan hat, die ihm nicht in den Kram passten. Ihre Todesschreie halten täglich über den Platz der Verehrung. Da kann ich mir Weiß Ralgar Besseres vorstellen. Ja. Okay. Das könnte eine Info sein. Hat doch irgendwie seine Verwandten auch das irgendwie angetan.
Du willst wissen, wie es früher hier war? Unter Theoderik, dem Tyrannenkönig? Zum Glück hat man von diesem widerlichen Kerl so gut wie gar nichts gesehen. Nur zur Vollstreckung der Todesurteile kam er aus seinem Palast gekrochen. Und am Ende nicht einmal mehr dafür. Man sagt, er habe all Attentate gefürchtet. Ich bin einmal gefragt worden, ob ich nicht im Palast arbeiten wolle. Natürlich habe ich dankend abgelehnt. Okay. Kann ich gut verstehen. Hui. Ehemalige Palastwache. Du suchst nach Leuten, die während Theoderiks Herrschaft für den Palast gearbeitet haben? Herzlichen Glückwunsch, einer davon steht vor dir. Als junger Spund war ich bei der Palastwache. Kein schönes Leben, das kann ich dir sagen. Diese gequälten Schreie aus dem Palast jede Nacht, wenn ich draußen vor dem Tor Wachdienst hatte. Zum Glück habe ich nie herausgefunden, was da drin vor sich ging. Das hätte mich wahrscheinlich um den Verstand gebracht. Wenn du die Nerven dazu hast, kannst du dich ja mal mit dem ehemaligen Sekretär Ernold unterhalten. Der wohnt hier gleich um die Ecke. Das ist doch ein Hinweis. Ernold? Ja, da bin ich wohl. Was willst du von mir, Junge? Das Leben im Palast unter Theoderik? Oh weh, diese schrecklichen Jahre versuche ich schon lange zu verdrängen, aber ich schaffe es nicht. Vielleicht ist mein Schicksal, zukünftige Generationen vor solchen Untaten zu warnen. Also gut, ich werde dir ein wenig berichten. Dass Theoderik aus Angst um seinen Thron alle Mitglieder der Königsfamilie hinrichten ließ, hast du vermutlich schon gehört. Aber nur die wenigsten wissen von den Gräueln, die er am Ende seines Lebens beging. Da war ihm der Tod nämlich nicht mehr Strafe genug. Stattdessen befahl er seinen Thaumaturgen, die Gefangenen in grausam entstellte Bestien zu verwandeln, die er dann in die Katakomben unter dem Palast stieß. Ihre Schreie hallen mir jetzt noch in den Ohren. So etwas Schreckliches darf nie wieder geschehen. Nie wieder soll uns ein König regieren. Okay. Gut, es gibt also unter dem Palast Katakomben, in denen verwandelte Königsfamilienmitglieder leben, keine Ahnung. So, da wären wir wieder. Dann lass uns mal zusammentragen, was wir herausgefunden haben. Ich werde den Anfang machen, und der ist leider nicht sehr erbaulich. In den galileischen Aufzeichnungen war nämlich kein Hinweis auf den angeblichen Schatz des Tyrannen zu finden. Es könnte natürlich sein, dass man den Fund absichtlich nicht dokumentiert hat, allerdings kann ich mir keinen schlüssigen Grund vorstellen, warum die Besatzer das hätten tun sollen. Konntest du etwas in Erfahrung bringen, Theo? Theoderik hat seinen Dramaturgen befohlen, die gefangenen Mitglieder der Königsfamilie in Bestien zu verwandeln und sie dann in die Katakomben unter dem Palast gestoßen? Jupp. Das passt zu dem, was mir ein alter Mann in Alagiri erzählt hat. Der meinte, er hätte eine Art Verlies unter dem Palast gegeben. Von Bestien erwähnte er allerdings nichts. Die Berichte der Galea ebenfalls nicht. Ob dieser Ernold Theo einfach nur Angst machen wollte? Die Frucht stand ihm ins Gesicht geschrieben, er könnte Ich glaube, das war schon ernst gemeint. Dann hat er vielleicht die Wahrheit gesprochen. Aber zum Schatz führt uns diese Information trotzdem nicht. Vielleicht doch. Aber bevor ich meine Theorie verrate, möchte ich erst etwas klären. Wieso bist du hinter dem Schatz her, Arabald? Verrate uns den wahren Grund dieses Abenteuers. Eine berechtigte Frage. Also gut. Wie ihr wisst, war mein Vater ein Gallier. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass ich für meine Mutter nicht gerade ein Wunschkind war. Als ich dann das dritte Auge bei mir herauszubilden schien, hat sie es nicht mehr ausgehalten oder ein Messer gezückt. Seitdem trage ich die Gesichtsbemalung. Sie verdeckt die Narbe. Anschließend warf sie mich raus und ich schlug mich allein in den dreckigen Gassen von Alamigo durch. Betteln, stehlen, erpressen, war nicht gerade eine ruhmreiche Zeit, das kann ich euch sagen.
Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und ich bin einfach raus aus der Stadt. Habe ich einer Gruppe von Flüchtlingen angeschlossen, mit der ich den Wall überquerte und irgendwie beim Bund der Morgenröte landete. Ich weiß, was es heißt, arm und verzweifelt zu sein. Wer keine Perspektive hat, ist zu allem bereit. Da werden die schlimmsten Verbrechen für eine läppische krumme Brot begangen. Armut ist Alamigos größter Feind und ich will sie bekämpfen mit dem Schatz. Danke für deine Offenheit. Jetzt bin ich mir sicher, dass du eventuellen Versuchungen widerstehen wirst. Also gut, dann ist es beschlossen. Der Schatz wird gespendet und wir lassen uns mit spannenden Abenteuern entlohnen. Dann lasst mich jetzt euch verraten, wo ich den Schatz des Tyrannen vermute. Okay. Gut, wir haben einmal Verteidigung, Schlachten, Zielens, Heilung und Magie. Ich würde mal sagen, wir nehmen die Ausrüstung für unseren Heiler, denn der sieht immer noch nicht so top ausgerüstet aus. So, dann machen wir die doch mal auf. Das war nur Schmuck. Gut, Meteoritenohren geht ja nur bis Level 70, also können wir den austauschen. Das ebenfalls. Das da auch. Und das auch. Gut. So, von 279 auf 309. So, dann mal weiter. Wer sucht, der findet. Wenn ich es mir recht überlege, sollten wir die Sache vielleicht lieber außerhalb der Stadt besprechen. Stimmt, man weiß nie, wer hier alles so mithört. Nein, darum geht es mir nicht. Ich muss erst um etwas vergewissern. Wir brechen auf zum Südufer des Zeltsees. Weiteres berichte ich euch dort. Gut, dann erstmal hier raus. So, was gibt es? Verzeiht, dass ich euch so lange auf die Folter gespannt habe, aber nur hier konnte ich eine Vorstellung davon bekommen, ob die geografische Beschaffenheit der Gegend meine Theorie unterstützt. Also, den Zeltsee gab es nicht immer. Im 5. Zeitalter des Lichts gab es hier ein Tal, in dem eine Stadt namens Skala stand. Doch sie wurde bei Kämpfen vernichtet und ihre Ruinen von den Fluten der 6. Katastrophe verschluckt. Den Fluten, die heute den Zeltsee bilden. Alamigo wurde teilweise auf diesen Ruinen erbaut. Es wäre also nicht ausgeschlossen, dass es sich bei den Katakomben, in denen Theodric seine Opfer gestoßen hat, um nichts anderes handelt als die Überreste von Skala. Und dass der König seine Gefangenen nicht tötete, sondern als Bestien durch die Ruinen irren ließ, legt den Verdacht nahe, dass er andere davon fernhalten wollte. Du meinst, die armen Leute mussten als Wachhunde für seinen Schatz herhalten? Stünde einem Tyrannen gut zu Gesicht, oder? Und wenn bei dem ganzen Komplott-Traumaturgen mit im Spiel waren, würde es mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn der Zugang zu den Ruinen magisch getarnt wurde. Was erklären würde, warum die Gallia und die Suchtrupps der Befreiungsarmee nichts gefunden haben. Richtig, deswegen werden wir beide den Palast noch einmal genau untersuchen. Arenwald. Dero hingegen sollte seine Tauchtalente einsetzen, um sich auf den Grund des Sees umzusehen. Vielleicht gibt es dort ja auch einen Zugang.
Gut. Dann... Dort hinten... Dann mal nach unten. Weißt du was, wir nehmen jetzt mal ein passendes Reittier für unter Wasser. Das Ding passt ja eigentlich perfekt. So. Das ist also die versunkene Stadt Skala. Das leuchtet und hier sollen wir auch hin. Das sieht schon sehr verdächtig aus. Du entdeckst einen Tunnel, der unter dem Palast zu führen scheint. Sieh dich drinnen um. Das sieht mir nach einer Tür aus. Du entdeckst eine steinerne Tür. Sie könnte der Eingang zu den Katakomben unter dem Palast sein. Hallo Theo, hier ist Alfino. Wir haben in einer Ecke des Palastkerkers einen magisch verdeckten Eingang gefunden. Wie sieht es bei dir aus? Du bist ebenfalls fündig geworden? Dann folge deiner Route. Wir betreten die Katakomben aus dem Palast. Wäre doch gelacht, wenn wir den Schatz nicht vor dir finden. Pass gut auf dich auf. Die versunkene Stadt Skala ist nun zugänglich. Über die Inhaltssuche. Hui, so eine schöne Blase hier. Ja, gut. Ist ja jetzt toll, dass wir den Dungeon jetzt gefunden haben und nur mit dem Dungeon die Story weitermachen können. Allerdings ist die Folge dann wieder etwas kurz. Ja gut, hilft nichts. Wir können ja sonst nicht wirklich weitermachen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich melde mich dann jetzt erstmal an für die versunkene Stadt Skala und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier direkt beim Invite des Dungeons. Gut, dann erstmal danke fürs Zuschauen und bis dann, Leute. Ciao. Eine neue Katastrophe droht.